Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von mir, nämlich Kairo. Das habe ich bei dem AFK Gamer angekündigt. Und ja, das habe ich mir gekauft auf Steam. Das habe ich mir im Sale gekauft, so wie die meisten meiner Spiele. Und das hat mich 99 Cent gekostet. Ich wollte es einfach mal testen, weil drin stand, es ist ein Puzzle-Game. Und ihr seht schon, es wird anscheinend sehr, sehr alt und spielt, denke ich mal, auch im alten Ägypten. Ich habe keine Ahnung, was mich in diesem Spiel erwartet. Es könnte ein Horror-Puzzle sein, es könnte alles sein, also ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich denke, ich werde auch einfach mal loslegen. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts falsch. Also es scheint so, als wenn ich im Moment schon alles richtig mache. Ich gehe jetzt einfach mal darüber. Also ich denke, man merkt schon, es ist ein sehr, 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 sehr einfach gehaltenes Spiel. Ich kenne, also es ist auch jetzt gerade nicht schwer, also nicht schwer. Von der Grafik her, das ist gerade so. Und ich habe wirklich keine Ahnung von dem Spiel. Es scheint jetzt, also Kairo ist ja die Hauptstadt von Ägypten und es scheint so, als wären wir ein Pharao der U. Der wieder raus möchte. Also, das ist jetzt einfach mal bloß so eine Vermutung von mir, weil das ist alles sehr, sehr, sehr mythisch und mystisch. Das war jetzt noch einfach. Ich weiß nicht, wie viel Level das ganze Ding hat. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich davon mehr Ausgaben rausbringen kann. Und das wird alles etwas besser hoffentlich. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also es ist... Ja, okay, man sieht schon. Also ich finde es sehr faszinierend. Vielleicht sind wir im Totenreich und müssen auch raus. Keine Ahnung. Okay, das war falsch. Zu dem Spiel. Zu dem. Ah. Zu dem Spiel Polarity folgendes. Ich denke, ich werde Polarity erstmal nicht weitermachen. Ich werde Polarity nur einfrieren, also es ist noch nicht zu Ende. Aber ich denke, ich werde es erstmal nicht spielen, weil ich den Bezug zum Spiel völlig verloren habe. Und ich Polarity, glaube ich, schon einmal durchgespielt habe, deswegen
habe ich so ziemlich die Lust verloren und ja, deswegen wird es das demnächst, also wird es nicht mehr geben. Jetzt werden Kairo und noch ein anderes Spiel Let's Played, was ich in Vorbereitung habe. Aber so viel sei gewiss, es wird auch wieder ein Puzzle-Game. Und ja, ich hoffe, ihr wolltet euch freuen. Das werde ich auf jeden Fall nach Kairo rausbringen. Hier geht's zurück. Den nehmen wir doch mal rechts. Ja, einfach mal. Und mal da rein. Sehr, sehr spooky, so ein bisschen. Ich habe mich dieses Mal auch ein bisschen mehr mit dem Aufnahmeprogramm also beschäftigt. Und ich hoffe, dass es dieses Mal etwas besser wird. Also allgemein das Ganze. Also ich weiß nicht, was wir hier genau machen müssen. Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Ich kann es wirklich nicht sagen. Das hat sich falsch angehört. Können springen. Das hat sich schon wieder falsch angehört. Ich mache hier einfach mal. Muss ich mir merken, wie ich dann gelaufen bin. Wieder falsch. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Also ich. Es passiert nichts. Kommt hier auch nicht irgendwo. Also ich denke, ihr werdet auf jeden Fall eine ganze Menge von dem Spiel kennenlernen. Ich habe jetzt dafür im Allgemeinen habe ich dafür jetzt 15 Minuten geplant. Dieses Geräusch. Dieses Geräusch nicht. Also wir haben jetzt das, wir haben jetzt das. Ich glaube, ich hab's.
Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Egal. Die Tür scheint hier offen zu sein. Gehen wir einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie raus müssen. Irgendwie weg müssen. Sehr, sehr langsam. Ich vermute mal. Okay, jetzt haben wir es gehört. Wir haben jetzt irgendwas gemacht. Aber was, weiß ich auch nicht. Ist blockiert. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Auf die Geräusche gerade nicht so wirklich klar. Ich denke gerade die ganze Zeit, ich verstehe das Spiel, glaube ich, noch nicht so wirklich. Okay, brauchen auch nicht. Sprinten kann man auf jeden Fall. Also vielleicht sind... Ich habe wirklich keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich bin überfragt. Ja, also, wir nehmen jetzt schon 15 Minuten auf. Ich denke, ich mache auch schon eine Überfolge davon. Oh. Warst du das schon? Das kann es doch nicht gewesen sein. Also, ich
Ich werde mich nochmal schlau machen und gucken, was das Ziel ist. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten. 1 von 4. Dann habe ich 1, 2. Da, das da oben hat noch nicht aufgeleuchtet, ne? Dann habe ich das rechts jetzt fertig. Das rechts. 2, 3, 4, 5. Okay. Auf jeden Fall wird das sehr, sehr spannend werden. Ich hoffe, ihr verliert die Lange. Ich hoffe, ihr verliert die Langeweile an, wenn ihr mir hier zuguckt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, tschüss.